Wollte ich noch Kaiserin werden. Kaiserin wollte ich auch mit, da wollte ich mit 3 werden. Oder einmal wollte ich werden Retterin der Welt. Fußball spielen, arbeiten ist gut und was Sportliches, aber sonst arbeiten ist nicht gut. Wenn der Chef zum Beispiel so sagt, jetzt muss alles schneller gehen und so. Ich mag mein Lastwagen sein. Muss man früh aufstehen, Chef motzt einen immer an. Wenn man jetzt zum Beispiel Bauarbeiter ist, da verdient man vielleicht bei einer Stelle nicht so viel und dann kann man noch eine Nebenarbeit machen. Ich möchte Handwerker werden. Ich bin jetzt ca. 10 Jahre auf dem Dach, ja. Ein Nachbar von mir, der hat auch Dachdecker gelernt gehabt und da war ich immer sehr begeistert davon. Ja, großes Idol. Ein Haus, wo ich gut arbeite. Du hast dir ja Mühe gegeben. Du hast geguckt, oh, ist das alles richtig und sieht's gut aus. Man tut ja dann, wie wenn es sein eigenes ist. Dadurch, dass ich jetzt schon, wie gesagt, 10 Jahre auf dem Dach bin, schon an die 30 Jahre bin, ist das zu spät zum Studieren. Also ich will Architekt werden. Ich wollte nie Architekt werden, um Gottes Willen. Warum bin ich Architekt geworden? Warum und wieso? Ich stelle mir das zu schön vor, Häuser zu bauen, zu zeichnen und so. Ich starte den ganzen Tag im Bildschirm, aber man sieht ja abends nichts. Ich meine, man hat dann vielleicht einen Stapel mehr Papier auf dem Tisch. Ja, ich bin mit dem Handwerk aufgewachsen. Wenn man im Bauhandwerk treu bleiben möchte, muss man sich eben umschauen. Dann bleibt eben Architektur oder Bauingenieurwesen. Der Handwerker hat eben die Sonnenseite, dass er sich um planerische Sachen, also Terminpläne oder Kosten, keinen Kopf machen muss. Sonne, Licht, draußen an der Luft, das ist schon schön. Die andere Seite ist die, als Handwerker ist es so, dass man mit 50 ist man einfach am Ende, körperlich. Deswegen mache ich ja die Meisterschule und habe auch die Abendschule gemacht, weil ich weiß, es geht irgendwann nicht mehr. Astronaut. Also Astronaut ist man eigentlich zeitlebens. Ich habe meiner Frau zunächst mal nichts gesagt, weil das glaubten ja dann nicht, dass wenn man sich da bewirbt, dass man da gerade nun als Einziger genommen wird. Ich hatte mich insgesamt eine relativ kurze Zeit nur darauf vorbereitet, knapp 3 Jahre. Und wurde dann Astronaut, flog im Alter dann von 41 Jahren. Ich will mal den Weltall sehen. Das sind dann nicht immer nur sehr anspruchsvolle Tätigkeiten. Es geht dann runter bis zum Putzen. Ich glaube, da muss man bezahlen. Dann bräuchte man, wenn man das zahlen müsste, 20 Millionen. Verliebt in Berlin sehe ich ganz oft gerne an. Ja, und der Hugo, der gefällt mir also. Warum läufst du denn weg? Warum regst du dich über Inka so auf? Ja, der ist auch selbst Modedesigner. Ganz viele fragen, ob ich wirklich Designer bin und ganz viele sind überzeugt, dass ich Designer bin. Ich habe zum Beispiel ein Mini-Praktikum bei 2 mir sehr befreundeten jungen Designerinnen hier in Berlin gemacht. Also das ist oft manchmal, man weiß wirklich nicht, was man anziehen soll und man steht vor einem, bei mir wirklich immer einfach extrem übervollen Kleiderschrank. Das sind Nomex-Anzüge. Und auch so eine Isolation aus Silizium-Schaumstoff. Da muss man so viele Dinge berücksichtigen, dass dann noch wenig Spielraum bleibt für Mode. Ich selber manchmal als Designer stehe an einer Puppe und der Regisseur will, das ist total unrealistisch, ein Designer oder so. Aber das ist eigentlich nicht wichtig, weil wir erzählen, wie gesagt, ein Märchen. Und weißt du schon, was du werden willst? Krachenritter. Da gibt es auch immer den schönen Ausdruck, a knight in a shining armor. Das kann man nicht mehr werden. Meine Familie hat so einen Titel und das heißt, also wir sind Ritter. Da brauchen wir ein Schwert. Wir sorgen für Recht und Ordnung. Drachenritter ist noch ein Stück schwieriger als Ritter. Da kämpfen wir über Krachen und passt auf eine Prinzessin auf. Leider wird da vom Volk zu wenig für bezahlt. Aber ansonsten ist Ritter wirklich ein schöner Beruf. Also ich will Tierärztin werden. Das ist eklig. Es ist ein harter Beruf teilweise. Also ich denke, das wissen die meisten eben halt nicht. Ne? Ja, da muss man auch operieren. Nein, also Arbeit mit Tieren, das geht auch bei uns. Ja. Wir zwar haben mal so einen toten Falter gefunden und dann haben wir herausgefunden, dass es ein Mondvogel war.
ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf dem Mond einen Vogel gibt. Der hätte ja auch nicht die Luft zum Fliegen. Das ist auf jeden Fall kein Vogel, der auf dem Mond lebt. Nein. Genau. Also hier stehen, wie gesagt, nur die lateinischen Namen dran. Und das ist halt hier dieser, zu Deutsch halt Mondvogel. Das heißt Nachtwalter. Das heißt auch ein Mondvogel. Tierforscher werden. Ich hatte da mal einen Aufsatz geschrieben. Wenn ich groß bin, werde ich Forscher. Seit ich eigentlich 12, 13 Jahre alt war, habe ich mich für die Natur interessiert, für Tiere interessiert und recht früh auch für Insekten interessiert. Ja, Insekten weniger, Wirbeltiere. Meine Eltern waren sehr, sehr naturverbunden. Nee, die wollten natürlich, dass ich lieber Autoverkäufer werde, wie mein Vater. Man ist dann natürlich schon ein Freak. Wenn man sich mit Insekten beschäftigt. Hat man nicht genug Geld. Kann man sich nichts essen kaufen. Irgendwann wird es halt tatsächlich so sein, dass man also überlegen muss, was kann man eine Familie damit gründen oder nicht. Problem ist, dass mein jüngster Sohn auch einen Ferrari haben will. Und wenn man also da irgendwelche Abstriche macht, dann ist es ein Traumjob. Das Einzige, was mich interessiert, sind Insekten. Und die sind kostenlos. Eigentlich braucht man Platz so da braucht man also das so beim Forsch bei der ich weiß halt nicht so braucht man Platz so wenn man da hin kann. Zum einen ist es so, dass es wirklich nur sehr sehr wenige Arbeitsplätze gibt für Insektenforscher. Oder man hat das Glück tatsächlich als Kustos oder Kurator oder Konservator, wie es auch genannt wird, an so einem großen Naturkundemuseum unterzukommen. Ich war einmal 2 Monate arbeitslos, wenn ich hier durchdrehe. Ich möchte Bäckerin werden. Der Beruf wird leider eigentlich heutzutage nur noch als Notlösung genommen für welche, wo jetzt nicht irgendwo anders reinkommen. Es macht halt Spaß, Sachen zu backen und so. Weil es ist eigentlich ein schöner Beruf. Zum Teil das Kreative, was man mittags dann Zeit hat. Man hat ja dann im Normalfall um 12 Uhr Feierabend. Man muss halt dann noch bei Zeit aufstehen. Das muss man halt auch gewohnt sein. Ich glaube Erfinder. Man muss das lernen, den Beruf. Erfinder ist auch kein Beruf, den man lernen kann, sondern man ist Ingenieur, man entwickelt Autos. Ich habe ein Auto gemalt, was fliegen kann. Streng genommen ist ja jeder Erfinder, wenn er eine Idee hat und was Neues macht. Ja, aus einem kleinen Deckel habe ich schon eine Glocke gemacht. Ein Brotauto. Ja, ich weiß, wie das gehen könnte. Ja, wie? Das könnte. Man braucht ein Brot. Ja, es gibt ja solche Werkstoffe im Fahrzeug, die nachwachsen. Da bleiben wir dann doch lieber bei Alu oder Metall. Hey, es ist nicht so einfach, wie du es dir vorstellst. Es gab natürlich schon auch Momente, wo es schwierig wurde, wo einem manchmal auch die Gegenargumente erdrückt haben. Also Evolution, das ist ja, ich sage jetzt mal, Try and Error. Gott hat die Welt erschaffen, ja, auf Französisch la création du monde. Und dazu braucht man Menschen, die eine Kreativität haben, die was verändern wollen, die was besser machen wollen. Es gibt eine kleine Vision in meinem Kopf. Und das, was gut ist, überlebt. Und das, was nicht gut ist, das stirbt aus. Und da wollte ich mir die Arbeit machen, eine Kiste zu erfinden, die hier hinten draufsteht, nach vorne rausgeht und Füße nach unten hat, damit die Werkzeugkiste immer gerade steht. Wo ein Aquarium gibt, ist natürlich in keinem Aquarienladen zu kaufen. Das heißt, das mussten wir alles hier selber zusammenbasteln. Man muss doch von vielen Disziplinen etwas verstehen, man muss schnell kombinieren können, um Lösungsmöglichkeiten bei einer Reparatur, bei einem Problem, das sich ergibt, zu finden. Ja, das ist den wenigsten wirklich bewusst, dass ein Modedesigner auch ein Erfinder ist. Dazu ist es notwendig, dass man sich neue Dinge überlegt, dass man und dabei natürlich auch erfindet. Wenn ich nur mit meinen Artgenossen rede, wenn ich nur mit Menschen rede, die so denken wie ich, dann fehlt mir was ganz Wichtiges für Kreativität und für Neuheiten. Man braucht ja auch ständig für die Ideen und für diese Visionen braucht man ständig Futter. Also die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern man sieht ja irgendwas, kombiniert neu und dann entsteht dadurch wieder was Neues. Wenn Sie wirklich kreativ sein wollen, dann müssen Sie sich mit allem, müssen sich für alles interessieren und mit allem beschäftigen und nicht nur von morgens bis abends
hier im Büro sitzen und sich nur mit derselben Sache beschäftigen. Das kann ich nicht empfehlen. Was kann man da alles werden? Wisst ihr, was man alles werden kann? Feuerwehrmann, Häuser bauen, Räuber. Ja, manche werden auch Räuber. Räuber, ja, Räuber. Der ist aber kein guter Beruf. Ja, Tobi, du willst Straßenräuber werden, wenn du groß bist. Warum möchtest du ein Straßenräuber werden? Straßenräuber? Da muss doch Tobi ins Gefängnis. Ja, der Fabi, der will nämlich Polizist werden. Und ich auch. Und der Jonathan. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Dann könnt ihr alle, den geilen Tobi einfahren. Ja, dann sehen wir uns wieder. Ich bin auch Polizist. Ich auch. Ich bin auch. Du bist auch.